Davos steht momentan im Zentrum des internationalen Interessens. Wir dürfen Menschen kennenlernen, die am WEF teilnehmen. Beim World Economic Forum ist es ein toller Job, ganz, ganz viele coole und interessante Leute lernen kennen. Das WEF wurde gegründet 1971. Nach 30 Jahren hatte ich die Idee, dass wir auch Leute einladen müssen, die ganz konkret für Leute arbeiten. Und dieses Zusammenkommen von verschiedenen Menschen mit verschiedenen Ideen, mit verschiedenen Berufen, das passiert einmal im Jahr in Davos. Wir haben im Vorfeld dieses Events die Schüler angefragt, ob sie eine Zeichnung erstellen würden und etwas darüber schreiben würden, was für einen Traumberuf sie lernen möchten. Notarzt oder etwas mit Kriminalistik. Mein Traumjob ist Schauspielerin oder etwas mit Kindern. Ärztin. Meine Traumarbeit wäre IT-Fachmann. Ich wollte immer Hostess werden. Das ist eine Stewardess. What I gave him as a message is, it is not important what you choose as a profession, but it is very important to be passionate about what you are doing. Was ihr jetzt lernt, bestimmt nicht unbedingt, was ihr den Rest des Lebens macht, aber wo ihr nachher viele Möglichkeiten habt, euch noch zu entscheiden. Don't be afraid of what you don't know, of the challenges that are going to be thrown at you. Always reach out to other people, because they're there to help and you'll figure it out. Wenn es uns heute gelungen ist, den Schülern zu zeigen, dass es sich lohnt, sich für Ziele einzusetzen, mit voller Begeisterung, dann haben wir erreicht, was wir in ganz vielen Schulstunden sonst nicht unbedingt erreichen können.